Viele Kindergärten und Schulen werden bei einem Corona-Verdachtsfall sofort geschlossen. Eltern bangen dann wegen der fehlenden Kinderbetreuung um ihre Arbeitsplätze. Wie sieht die aktuelle Arbeitsmarktsituation in Wien aus? Wie geht der Alltag in Bildungseinrichtungen dann im Herbst weiter? Und was hat das alles mit der bevorstehenden Wienwahl im Herbst zu tun? Darüber spreche ich jetzt mit dem Neos Wien Clubobmann Christoph Wiederkehr. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Ja, jetzt gleich mal vorab. Ist die Entscheidung gefallen der Regierung? Wir haben eine erneute Maskenpflicht. Was sagen Sie dazu? Ist das jetzt zu spät gekommen? Wir sehen in Wien, dass die Zahl der Infizierten wieder nach oben geht. Leicht, aber doch. Und da müssen wir sehr achtsam sein, weil wir müssen um jeden Preis verhindern, dass diese Tendenz noch weiter annimmt. Und darum halte ich es für richtig und sinnvoll, dass in geschlossenen Räumen, wo man den Abstand nicht halten kann, auch eine Maske getragen werden muss. Das kann ich nachvollziehen, das finde ich sinnvoll. Aber ist es klug, dass man das jetzt wirklich in Supermärkten, in Postfilialen anwendet, diese Maske, wo man genau weiß, dort ist nicht wirklich jetzt ein Cluster vorhanden? Man sieht halt den Maßnahmen der Regierung, dass sie oft sehr willkürlich sind. Erst diese Woche hat der Verfassungsgerichtshof einige Corona-Verordnungen noch aufgehoben, weil der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, das war willkürlich. Und die gleiche Gefahr sehe ich auch hier. Man nimmt sich ein paar Geschäfte raus, ein paar andere sind nicht betroffen. Hier hat die Regierung keine klare Linie und da fehlt mir auch die Evidenz, mit der man sagt, genau die Geschäfte sind betroffen und die nicht. Das macht die Regierung leider nicht und das ist natürlich vorzuwerfen. Wäre es Ihrer Meinung nach dann sinnvoll, dass man die Maske wirklich überall anwendet, in geschlossenen Räumen, wo mehrere Menschen aufeinandertreffen? Denn wir wissen ja, Corona macht keinen Halt jetzt. In einem Lebensmittelgeschäft ist es genauso drinnen, eventuell wie in einem Gewandgeschäft zum Beispiel. Das stimmt. Ich finde, überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, in geschlossenen Räumen, sollte eine Maske auch getragen werden. Weil warum? Das ist das gelindere Mittel, als wenn die Zahl nach oben geht, dass dann wieder ganze Geschäfte zumachen müssen. Das müssen wir um jeden Preis verhindern, weil die Zeit auch des Lockdowns unglaubliche wirtschaftliche, aber auch soziale Folgen hatte. Und da ist eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen sinnvoller als so harte Maßnahmen. Wie sehen Sie denn den Umgang mit Clustern in Bezug auch auf die Regierung? Gerade in Oberösterreich werden vor allem immer, wenn man hört Cluster, werden Bildungsstätten geschlossen, anstatt, sage ich jetzt mal, in Schlachthöfen, wo es ja vermehrt ausbricht. Was sagen Sie denn dazu? Das ist höchst problematisch, weil wir sehen, die Regierung macht das, was am einfachsten geht. Und die Kinder, die haben keine Lobby, für die Kinder stehen weniger ein. Und darum ist es viel einfacher, Schulen zu schließen, Kindergärten zu schließen, als zum Beispiel Schlachthöfe. Obwohl man in Oberösterreich gesehen hat, die Cluster gab es in Schlachthöfen und nicht an Schulen. Aber trotzdem haben wir die Schulen geschlossen. Und das hat natürlich massive Auswirkungen für betroffene Eltern, die neben dem Job sich um die Kinderbetreuung kümmern müssen. Und das ist eine Zumutung. Und darum fordere ich ganz klar, dass es ab Herbst auch eine Garantie geben muss für Eltern, dass auch wirklich die Betreuung stattfindet. Ich habe gelesen, vermehrte Eltern haben sich bei Ihnen gemeldet, bei den Neos, und haben gesagt, die Kindergärten werden einfach geschlossen, nur wenn es einen Corona-Verdachtsfall gibt. Das heißt, wenn ein Kind einfach nur einen Schnupfen hat, dann wird es gemeinsam mit den Eltern abgewiesen, muss zu Hause bleiben, muss einen Test machen und dann werden mehrere Tage abgewartet, bis das Kind dann positiv oder negativ ist. In dieser ganzen Zeit hat das Kind keinen Kindergartenplatz und die Eltern verzweifeln schon richtig daran, weil sie wissen, sie müssen sich jetzt so um das Kind kümmern und haben dann natürlich auch Angst um ihren Arbeitsplatz. Genau, Sie haben es ganz richtig beschrieben. In den letzten Wochen wurden immer wieder Kindergärten geschlossen in Wien. Und das nicht einmal bei einem Verdachtsfall, sondern nur wegen einem leichten Schnupfen. Und es kann nicht wegen einem Schnupfen eines Kindes gleich der ganze Kindergarten zumachen. Wo kommen dann da vor allem im Herbst hin, wenn fast jedes Kind mal einen Schnupfen haben wird? Es kann nicht alle paar Tage wieder der Kindergarten schließen. Da hat sich ein Vater bei mir gemeldet letztens, der gesagt hat, dass der Kindergarten seines Sohnes schon viermal geschlossen wurde innerhalb von 3 Wochen. Und er ist ein Vater, der hat einen neuen Job, seine Frau ist berufstätig und die wissen gar nicht mehr, wie sie das überhaupt handhaben sollen. Wie können sie Beruf und Familie vereinbaren, wenn der Kindergarten immer wieder schließt? Und darum ist unsere Forderung, dass es offene Schulen, offene Kindergärten gibt und dass ein Schnupfen nicht zur Schließung von einem Kindergarten führt. Also Sie sehen die Schließungen nicht gerechtfertigt, aber man muss natürlich auch sagen, das Personal in den Kindertageseinrichtungen muss natürlich auch geschützt werden und natürlich andere
andere Kinder auch. Wie soll denn da jetzt wirklich richtig umgegangen werden, wenn man hier sieht, okay, ein Kind hat eventuell einen Schnupfen. Man weiß ja nicht, ist das Corona, ist das nur ein Schnupfen? Wie kann man da jetzt dann richtig vorgehen? Was ist da Ihre, ja, was sagen Sie dazu? Es ist ganz wichtig, dass es dann schnell abgeklärt wird. Natürlich, ein Schnupfen muss man schauen, ist es nur Schnupfen oder Husten. Wenn auch Husten dabei ist, muss man schnell abklären, ist es Corona oder nicht Corona. Es gibt mittlerweile Tests, da ist das Ergebnis in 2 Stunden da. Wie schaut es in der Stadt aus, in einem Kindergarten? Wartet man zum Teil 4, manchmal sogar 5 Tage, bis man das Testergebnis bekommt. Und wir brauchen hier schnelle Tests. Bei einem Verdachtsfall muss sofort getestet werden. Und wir brauchen ein Ergebnis innerhalb von 8 Stunden. Weil wenn es schnell kommt, dann wissen auch alle Beteiligten Bescheid, ist es wirklich ein Corona-Fall oder war es nur ein Schnupfen oder nur ein Husten? Und wenn die Sicherheit besteht, dann muss auch nicht gleich der ganze Kindergarten schließen. Aber wie ist das jetzt wirklich? Ich denke mir, dass jetzt in der Praxis, wenn ein Kind einfach nur eine Rotznase hat oder einen Husten hat, was macht man da jetzt als Pädagoge, als Pädagogin? Soll man das Kind dann nach Hause schicken, mit den Eltern in Kontakt treten oder gleich den ganzen Kindergarten schließen? Irgendwie müssen ja die Pädagoginnen und Pädagogen auch handeln, weil sie können ja nicht einfach den Betrieb offen haben. Also das muss man ja auch berücksichtigen. Das ist ganz wichtig. Vor allem, man muss die Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen. Man darf die nicht im Stich lassen. Die Pädagoginnen und Pädagogen dürfen nicht die alleinige Verantwortung haben zu entscheiden, ob man den Kindergarten schließt oder nicht. Hier braucht es Unterstützung, Unterstützung von Seiten der Stadt, dass auch wirklich jeder Kindergarten auch einen Gesundheitsprofi kontaktieren kann, der hilft bei solchen Entscheidungen und vor allem auch einen Auftrag geben kann, dass schnell getestet wird. Was wir auch wollen, ist, dass zu Schulbeginn im Herbst, aber gerne auch davor in Kindergärten, wirklich viel mehr getestet wird. Wir sagen, ja, sogar flächendeckend soll zu Schulbeginn getestet werden, um auch die Sicherheit für die Pädagoginnen und Pädagogen zu haben, zu wissen, wie schaut es denn am eigenen Schulstandort aus. Und dann kann man viel besser entscheiden, was für Maßnahmen sind nötig. Aber sollen dann diese flächendeckenden Tests dann nur in Schulen durchgeführt werden oder wollen Sie das auch in Kindergärten? Wir wollen das in Schulen und auch in Kindergärten. Zumindest nach der Urlaubsphase, wo auch viele jetzt auch wieder in anderen europäischen Staaten urlauben, wo die Infektionszahl höher ist und zurückkommen, ist es wichtig, dass man dann zu Schulbeginn flächendeckend alle Kinder testet. In Kindergärten vor allem, aber auch in Schulen, um dann zu wissen, wie viele haben wir, die auch an Corona infiziert sind. Und solche Tests sind zum Glück mittlerweile sehr leicht möglich. Wir haben da in Österreich ein entwickeltes Konzept, das ist eine Gurgellösung, mit der gurgeln dann die Kinder. Sehr einfach, viel leichter als so ein Stabal. Und dann kann man auch mehrere Kinder gemeinsam testen und schnell zu einem Ergebnis kommen. Das wäre möglich und auch sinnvoll, damit wirklich die Kindergärten und Schulen noch offen haben. Ist das das, wovon Sie gerade reden, diese Pooltests? Genau, richtig. Das nennt man Pooltests. Ein Pooltest bedeutet, dass man nicht jedes Kind einzeln auswerten muss, sondern man fasst eine ganze Gruppe zusammen über diese Tests und dann wird im Labor die ganze Gruppe angeschaut. Und wenn dieser Test positiv ist, kann man jede einzelne Person herausgreifen. Wenn die Gruppe negativ ist, dann ist es gut und dann muss man nichts weiter machen. Das heißt Pooltests und über diese Pooltests schafft man halt viel, viel mehr Kinder, aber auch Pädagoginnen und Pädagogen gleichzeitig auch zu testen. Das ist extrem sinnvoll und sollte auch angewandt werden. Aber sollte man dann eher nicht jetzt schon beginnen? Jetzt steht dann der August vor der Tür und nicht sagen, okay, erst im Herbst, ist das dann nicht schon viel zu spät? Je früher, desto besser. Es müsste jetzt schon viel mehr getestet werden und auch schneller getestet werden. In Kindergärten sollte man natürlich über den Sommer auch testen, auch stichprobenweise Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch Kinder. Aber in den Schulen ist jetzt Sommerferien, da ist der Zeitpunkt vor allem relevant, wenn die Schule wieder losgeht, viele im Ausland waren, wieder in die Schule kommen, dann ist es wirklich wichtig, flächendeckend zu testen, um auch zu wissen, wie viele Infizierte haben wir, wie viele gibt es auch, die keine Symptome haben, aber trotzdem Corona haben. Das wäre extrem sinnvoll, weil es geht mir darum, dass die Eltern sich darauf verlassen können müssen, dass die Schulen und Kindergärten offen haben und vor allem, dass die Schulen und Kindergärten das bieten, an Bildung auch, was sich die Eltern und die Kinder verdient haben. Wenn wir jetzt sagen, okay, diese Pooltests werden dann eingesetzt in Kindergärten und in Schulen, von welchen Kosten sprechen wir da? Das sind Kosten vom ersten Semester, das heißt erstes Semester der Schule. Für alle Schülerinnen und Schüler in Wien und alle Pädagoginnen und Pädagogen sind es 4,5 Millionen Euro. Ist aber nicht nur ein Test, sondern sind 3 Tests dabei. Wir sehen mit 4,5 Millionen Euro, können wir hier Sicherheit herstellen und das Geld wäre gut investiert. Allein im Vergleich, 4,5 Millionen Euro ist ungefähr das, was der Bürgermeister inseriert hat für die Schnitzelgutscheine.
in der Abwägung sichere Schulen, offene Schulen oder Inserate mit einem Schnitzel, denke ich, die offenen Schulen haben hier Vorrang. Zu diesen Pooltests, die Sie eben gerade angesprochen haben, da sagen die verantwortlichen Stadträte dazu, die Testergebnisse binnen 8 Stunden zu liefern, ist illusorisch und auch nicht möglich, in kurzer Zeit eine Anzahl von rund 300.000 Personen zu testen. Was sagen Sie dazu? Ist das wirklich illusorisch? Das finde ich absurd, weil die SPÖ-Spitze, die Vorsitzende, die Randy Wagner, fordert Testergebnisse innerhalb von 6 Stunden. Ich glaube, sie kennt sich in dem Bereich auch ein bisschen aus. Und die Landesregierung sagt, na, 8 Stunden, das schafft man nicht, das geht nicht. Es muss machbar sein, es muss schaffbar sein, weil wir können die betroffenen Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch Eltern nicht 3-4 Tage zittern lassen, wo man nicht weiß, ob es einen positiven Fall im Kindergarten gibt oder nicht. Hier ist die Stadtregierung zu wenig ambitioniert, das muss gehen, das ist machbar, hier fehlt allein der Wille. Also glauben Sie, es ist wirklich machbar, wenn jetzt, ich denke gerade an Oberösterreich, wo die ganzen Einrichtungen für Kinder geschlossen waren, dass man dann an einem Tag 300.000 Personen testet? Es werden nicht alle 300.000 Personen an einem Tag möglich sein, das ist logistisch zu herausfordernd. Man kann aber natürlich davor auch schon beginnen. Man könnte vor Schulbeginn schon die Lehrerinnen und Lehrer testen und dann am ersten, zweiten, dritten Schultag die Kinder in 3 wählen. Das wäre möglich. Wichtig ist halt in der Zeit danach, dass wenn es einen Verdachtsfall gibt oder ein Test notwendig ist, dass wirklich das Ergebnis auch schnell da ist. Das haben sich die Schulen verdient, das haben sich die Eltern verdient. Herr Wiederkehr, ich möchte gerne jetzt zur Arbeitsmarktsituation wechseln. Wie sieht denn die Arbeitsmarktsituation aktuell in Wien aus? Leider sehr, sehr dramatisch. Wir haben heuer mit Stand Juni um 50%, da muss man sich vorstellen, 50% mehr Arbeitslose als noch letztes Jahr. Und wir hatten schon letztes Jahr in Wien eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenquote, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Wir haben hier strukturelle Probleme in Wien, die Corona noch verschärft hat. Und es sind viel zu viele Arbeitslose und die Gefahr ist, dass jetzt noch eine große Pleitewelle über den Sommer kommen wird. Die Unternehmerinnen und Unternehmer bekommen nicht die Unterstützung, die sie bräuchten. Die Unterstützung kommt zum Teil nicht an. Und vor allem dann, wenn die Stundungen schlagend werden, werden viele Betriebe auch schließen müssen. Dass die Gefahr, dass die Arbeitslosigkeit noch weiter zunimmt, die ist ja stark da. Und jetzt ist die Aufgabe der Politik, hier auch über sinnvolle Wirtschaftspolitik und nicht nur eine Gutscheinpolitik der SPÖ, Maßnahmen zu setzen, dass auch wirklich wieder Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Wirtschaftskammer hat auch im Zusammenhang mit der Maskenpflicht gesagt, sie rechnet wieder mit einem Umsatzeinbuß, weil eben viele Menschen wahrscheinlich dann die Lust am Einkaufen verlieren. Da kann es natürlich auch sein, dass dadurch vielleicht Geschäfte eventuell schließen müssen. Wie kann man jetzt diese ganze Arbeitsmarktsituation überhaupt verbessern, gerade in Wien? Stimmt, die Gefahr, dass wieder Geschäfte schließen müssen, ist da, dass die in Konkurs gehen. Und darum muss die Politik auch entgegensteuern. Und man kann viel machen. Wir haben eine NEOS Job Turbo vorgestellt, mit dem wir 56.000 Arbeitsplätze schaffen, von dem Wirtschaftsforschungsinstitut auch ausgerechnet. Und das schaffen wir, indem wir entlasten, das heißt Betriebe auch entlasten. Gebühren sind unglaublich hoch, Steuern sind hoch. Wir müssten hier die Betriebe entlasten, damit auch Jobs gesichert werden. Wir müssen zweitens investieren, ganz, ganz wichtig, in Zukunftsbereiche investieren. Hier zum Beispiel in einen Verkehrsausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln, S-Bahn-Ring zum Beispiel, aber auch Solarausbau. Hier gibt es viele sinnvolle Investitionen, auch an den Schulen, die jetzt nötig sind. Und wir müssen drittens reformieren. Wir haben so eine starke Bürokratie in Wien, die Unternehmerinnen und Unternehmer extrem hindert. Im Bereich der Lehre gibt es Auflagen, die sind absurd. Hier brauchen wir Reformen, dass vor allem auch junge Menschen wieder einen Job bekommen, weil die Arbeitslosigkeit vor allem auch die Jungen betrifft. 56.000 Arbeitsplätze wollen Sie schaffen innerhalb eines Jahres oder wie haben Sie sich das vorgestellt? Genau, das sind die Jobs innerhalb von einem Jahr. Das hat das unabhängige Wirtschaftsforschungsinstitut für uns ausgerechnet. Wir haben die Vorschläge auf den Tisch gelegt. Das Wirtschaftsforschungsinstitut sagt, damit können innerhalb von einem Jahr 56.000 Jobs nachhaltig geschaffen werden. Hier geht es vor allem um die Nachhaltigkeit, dass die auch in den nächsten Jahren bestehen bleiben. Und das ist sinnvolle Wirtschaftspolitik, weil das, was wir bei der SPÖ sehen, ist eine reine Gutscheinpolitik. Bei der SPÖ kommen wir immer wieder vor, das Einzige, wovon sie in der Wirtschaft was verstehen, ist die Freundelwirtschaft. Wir brauchen sinnvolle wirtschaftspolitische Maßnahmen. Aber sind diese 56.000 Arbeitsplätze, das hört sich jetzt auf Anhieb nach einer großen Zahl an, ist das wirklich
umsetzbar in einem Jahr, gerade jetzt zu Corona-Zeiten? Ja, wenn man den politischen Willen hat. Und hier geht es darum, eben nicht nur zu verwalten und zu bremsen und Maßnahmen zu setzen, die überhaupt nichts bringen oder nicht ankommen, sondern jetzt innovative Vorschläge zu bringen, die auch eine Zuversicht bringen, die so ausgestaltet sind, dass durch Investitionen, durch Reformen, aber auch durch Entlastung wirklich auch Jobs geschaffen werden. Und es ist möglich, wenn man den politischen Willen hat und auch den Mut hat, wirklich kluge Lösungen vorzuschlagen. Aber glauben Sie nicht, dass durch diese Gutscheinaktion von der Stadtregierung die Wirtschaft wieder angekurbelt wird? Wir sehen einerseits, dass die Hilfen vom Bund gar nicht ankommen bei den Betrieben. Und andererseits auch, dass die Gutscheinpolitik der Stadt, der SPÖ, ein reiner Wahlkampfschmäh ist. Hier wird kurz vor der Wahl gönnerhaft Geld verteilt. Vor ein paar Jahren hat das Jörg Haider auch so gemacht. Da wurde er von der Sozialdemokratie noch stark kritisiert. Jetzt macht es die SPÖ selber. Aber das ist keine nachhaltige Wirtschaftspolitik. Das ist nicht treffsicher und es bringt auch keine Jobs. Vizekanzler Werner Kogler möchte eine Reform des Arbeitslosengeldes. Hat er gesagt, ja, anfangs soll man mehr Geld bekommen, dann weniger. Was sagen Sie dazu? Ist das sinnvoll, um die Arbeitslosigkeit wirklich zu bekämpfen? Ich finde es spannend, dass der Werner Kogler das vorschlägt, obwohl die Grünen genau diesen Vorschlag immer wieder kritisiert haben und abgetan haben. Da merkt man, wie flexibel die Grünen sind, wenn sie in eine Regierung kommen. Halte ich auch für problematisch. Inhaltlich zu dem Vorschlag. Wir haben in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern ein recht niedriges Arbeitslosengeld. Und hier gibt es einen großen Konsens, auch von uns, auch ich halte es für sinnvoll, hier das Arbeitslosengeld auch zu erhöhen, zumindest am Beginn, weil das wichtig ist. Aber neben diesem Vorschlag haben wir auch in unserer Studie arbeitsmarktpolitische Maßnahmen vorgeschlagen, die viel wichtiger wären und die auch die Stadt noch machen könnte. Nämlich eine Eingliederungshilfe für junge Arbeitslose. Was heißt das? Wir haben sehr viel Arbeitslosigkeit bei Menschen unter 24. Und hier muss der Staat auch unterstützen, um den Einstieg in den Job auch zu erleichtern. Und das vor allem mit dem Fokus auf junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Kommen wir nun am Schluss noch zur Wien-Wahl. Da gibt es eine aktuelle Umfrage, die zeigt, das Ende des roten Wien durch Koalition aus ÖVP, Grünen und Neos sorgt als Gerücht für Hochspannung. Was sagen Sie dazu? Ist das nur ein Gerücht? Ja, das ist es. Die SPÖ braucht immer ein Feindbild. Man hat es vor 5 Jahren gesehen, war es Hatze Strache. Hatze Strache dient jetzt nicht mehr als Feindbild, so wie er Politik macht. Jetzt hat die SPÖ was Neues gesucht und aus der Mottenkiste herausgezogen. Man sieht, ÖVP, Grüne, Neos geht sich rechnerisch nicht einmal aus. Das ist ein reines Hirngespinst, das die SPÖ hier versucht zu erzählen. Ludwig wird nächster Bürgermeister sein, das ist ganz klar, das ist eindeutig. Herr Wiederkehr, Sie stehen bei dieser Wahl ganz oben auf der Liste erstmals. Wie wollen sich denn die Neos politisch und auch inhaltlich positionieren? Es ist für uns ganz wichtig, eben das Thema gute Schulen, offene Schulen in den Fokus zu stellen. Weil wir haben über Corona gesehen, dass die Schulen nicht das leisten können, was die Wiener Kinder, aber auch die Eltern verdient hätten. Wir haben in der Krise 3000 Kinder, da muss man sich vorstellen, 3000 gar nicht erreicht, die jetzt noch weniger Chancen haben. Und ich möchte in Wien leben, wo wirklich jedes Kind, unabhängig von Eltern oder Wohnort, gute Chancen hat, um sich verwirklichen zu können. Das wird mein Thema sein, mit dem ich auch in die Wahl gehe, neben dem, dass wir die Wirtschaft beleben müssen und Unternehmerinnen und Unternehmer mehr Freiheiten brauchen und dadurch wieder Jobs entstehen. Das ist wahnsinnig wichtig für diese Stadt. Bei der Gemeinderatswahl 2015 haben die Neos 6,2% erreicht. Womit rechnen Sie diesmal? Mit mehr. Wir wollen zulegen. Warum wollen wir zulegen? Weil wir noch mehr Wirksamkeit entfalten wollen. Wir wollen eine belebte Wirtschaft. Wir wollen gute und offene Schulen. Und vor allem, wir wollen auch ein Ende der Intransparenz und der Freundelwirtschaft. Weil das ist das, was wir in Wien leider immer wieder sehen. Es wird denen geholfen, die Wien kennen und nicht denen, die etwas brauchen. Es haben die Vorteile, die im roten Parteinetzwerk sind. Und das finde ich ungerecht. Es sollte zählen, was wer kann und nicht, wen man kennt. Also da bleibt spannend. Die Wien-Wahl im Oktober ist auf jeden Fall, ja, kann man sagen, bleibt spannend. Ganz sicher sogar. Wird ein spannender Sommer. Herr Wiederkehr, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Und danke auch an Sie, liebe Zuseher, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.